Was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem übertrieben freshen und knackigen Kanal, den ihr schon längst abonniert haben solltet, weil die Videos einfach fresh sind. Freunde, was geht ab? Mein Name ist BZ. Mein Name ist Semde. Und heute reagieren wir auf Fuckboy vs. Die Lada. Ich freue mich sehr darauf zu reagieren, Freunde. Das letzte Mal haben wir auf Ex-Freund vs. Ex-Freundin reagiert. Nie mehr muss ich mich für dich zurecht machen. Nie mehr muss ich weinen, weil wir Stress hatten. Nie mehr drohst du mir mit einer Schlägerei. Und nie mehr wirst du mir einen Befehl erteilen. Nie mehr kontrollierst du Chats bei WhatsApp. Eine Frau behandelt man korrekt mit Respekt. Und eine Sache habe ich bis jetzt nicht gecheckt. Wie fühlt man sich als Mann, wenn die Ex besser rappt? Jetzt bin ich hier auf jeden Fall gespannt auf dieses Rap-Battle, Freunde. Wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch gerne auf Instagram folgen. Die Links sind in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht weiter rum. Wir gehen direkt rein und gucken uns das an. Let's go. Was geht ab, meine Freunde? Mein Name ist 4Seven und herzlich willkommen zu meinem neuen Format Big Difference. Vielen lieben Dank für die ganzen Auswahlmöglichkeiten in den Kommentaren. Wir haben endlich unseren Namen gefunden und heute haben wir was ganz Besonderes für euch. Big Difference heißt das Format. Das ist gut auf jeden Fall, ne? Ist nice. Macht Sinn. Ja, komm, wir machen. Und zwar battelt heute die Lara gegen Fuckboy. Aber bevor das Video startet, geht alle nochmal auf den Like-Button, geht in die Kommentare, aktiviert die Glocke, abonniert den Channel und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, wir haben hier die Lara und sie möchte gerne einen Fuckboy battlen, ihn dissen mit Punchlines. Kannst du mir sagen, warum? Ja, alle meinen immer so, die Laras sind so voll schlimm, aber ich glaube, Männer sind viel schlimmer und deswegen sind wir hier. Heute zeigen wir mal, dass die Männer noch schlimmer sind und ja, die sind Macher, Macherinnen. Kann denn die Lara gut rappen und Punchlines kicken? Hört man doch, oder? Wir sind sehr gespannt, let's go. Okay. So, wir kommen jetzt... Hallo? Wir reden immer noch von einer Dilara, ne? So, deswegen, ja, tranquilo. Zum nächsten Teilnehmer und das ist der Fuckboy. Hast du einen Mercedes? Auf jeden Fall, Bruder, ich sag mal so, das sieht man gleich im Video, ne? Da sind auf jeden Fall ein paar harte Punchlines. Und ja, seid einfach gespannt. Hängst du denn oft in Shisha-Bars rum? Bruder, was soll ich sagen? Ja, ein Fuckboy ist Standard, so. Also, wir sind immer in Shisha-Bars, Bruder, weißt du, was ich meine? Shisha-Bars 102 zu Hause, weißt du, was ich meine, Bruder? Okay, ja, Mann. Hast du denn... Ja, ein bisschen unsympathisch das, hier, aber... Das basiert hier beides auf Cringe, ne? Ja, wir haben hier die Lada gegen Furkan-AMG. Ich bin auf jeden Fall gespannt, Digga. Also, die nehmen die Rolle ganz gut ein, muss ja, man schon muss sagen. Ja, muss man echt sagen, Alter. Punchlines als Fuckboy. Bruder, 100%, also bleibt auf jeden Fall dran. Guckt bis zum Ende. Also dann könnt ihr auf jeden Fall auch entscheiden, wer der Gewinner ist, ne? Was geht ab, Leute? Mein Name ist 4Seven, wir sind hier bei Big Difference und wir sind immer noch in der Shisha-Bar Bless, Rheinstraße 72, kommt alle vorbei, ihr seid alle herzlich eingeladen und kommen wir zum nächsten Battle, ein Motherfucker-Battle, auf das ich mich sehr, sehr, sehr freue. Das ist einmal Fuckboy gegen die Lara. Macht einmal Lärm! Ich hab hart Bock auf dieses Battle. Die Lara wird anfangen. Let's go. Hey. Okay. Noch nie so gehört, Mensch, du, ja? Ist fresh. Boah, ich hoffe, es ist nicht cringe, Alter. Scheiße. Ey, wow, vor mir steht ein 1,80 Clown, der meint, er könnte Stamm halten. Das soll auf der meine Lines bringen, Respekt wie Back. Weißt du, was hier echt peinlich ist? Du hast so eine große Schnauze, doch nen echt kleinen Dick. Wart schon lange, dass ne Frau endlich macht, was du ihr sagst. Doch um Frauenheit sein zu können, zupft die Augenbrauen nicht nach. Denn eine Frage hat die Kleine, dann geh mal beiseite. Warum sind deine Augenbrauen denn bloß dünner als meine? Ey, was für groß okay. Und breit? Mach mir nicht auf Rocky 3, denn das Öl in deinem Bart sieht aus so wie Fotzenschleim. Tut mir nicht leid, dieser Rapper wird missbraucht. Welcher Mann braucht im Badezimmer länger als die Frau? Braune Haut wie Karamell und das HG geht.
seine Insta-Bio ein Löwe, der nicht mit Schafen schläft. Macht man nicht auf Lagerfeld, der nur noch das Bare zählt. Denn in schwarz, matten AMG GT, hast du vom Papas Geld. Jetzt macht er mir mit Manchoga, aber auch Rester. Redest du auch so über deine Mutter oder Schwester? Mach mir nicht auf Stecher, denn eine Sache muss ich noch erwähnen. Du schreibst 100 Frauen und 98 haben's nur gesehen. Stark. Sehr, sehr stark. Okay. Boah, okay. Starke. Der letzte war stark, Digga. Sehr, sehr starke Runde. Erste Runde von Dilara. Ja, sehr, sehr unterhaltsam auch. Die Lines waren lustig. Was ich dazu sagen muss, vielleicht ging es jetzt auch nur mir so. Ne? Ich weiß nicht, was dein Gefühl dabei war. Aber ich fand sie an einigen Stellen etwas unverständlich. Nuschelig. Ja, etwas. Ja, fand ich auch. Ne? Okay. Fand ich auch. Stark, stark, stark. Oh mein Gott. Let's go. So habe ich mir das Battle vorgestellt. Mach nochmal Lärm für erste Runde von der Dilara. In die Fresse, Punchlines in die Fresse. Kommen wir zu der ersten Runde von dem Fuckboy. Ich bin sehr gespannt. Let's go. Okay. Okay. AMG. Ey. Ey. Okay. Ey. Draußen wissen alle, ich bin ein richtiger OG. Sorry, du bist bei mir eingespeichert als die Lara Giblowy. Du willst, aber ich weiß genau, du willst flirten. Wir sind in der Shisha-Bar, nicht dass du anfängst zu twerken. Junge. Krass. Boah, Junge, das mit dem Blowy war schon krass. Und dann mit dem zweiten Bruder. Ey, wie startet der Bruder hier rein, Alter? Stark. Ich glaube, der kann kann auf Ernst retten, ne? Ja, weil du hast dieses, ich meine, wo der so gestoppt hat und dann wieder schnell nachgelegt hat. Ich glaube, der hat auf jeden Fall Erfahrung. Also Digga, vom Flow her, von der Atmosphäre her jetzt gerade, legt er schon gut vor, Alter, muss man sagen. Die Lara braucht ein AMG, dazu eine Nase Schnee. Sie trinkt gern ein Red Bull und hört dabei auch Haftbefehl. Echte Frauen gibt es draußen immer seltener. Wir sind in der Shisha-Bar und das hier ist mein Endgegner. Du bist halt ein Boss in der ganzen Shisha-Bar. 30 Euro Puff, nein, die Lara ist noch billiger. Und Ausrechnen ist das beste Gefühl, denn sie gibt das für ein Red Bull und ein Mc's Menü. Junge, Alter. Scheiße. Oh, Junge, Alter. Bruder. Ey, er ist on fire. Er ist richtig gut. Er ist meiner Meinung nach mit einer der besten von allen drei Videos, die wir jetzt gesehen haben, ne? Echt? Ja, findest er ist krass. Er ist krass, das stimmt. So, ich fand noch den Schüler und den Lehrer fand ich auch gut, aber flowtechnisch oder so ist er der Beste eigentlich. Er hat auch eine nice Attitüde, Digga, wie er sich so gibt, Alter. Doch, das ist der Beste, den wir gesehen haben. Er ist echt stark. Das Gefühl, denn sie gibt das für ein Red Bull und ein Mc's Menü. Und die Lara hat eine Freundin namens Melek. Und diese Melek schreibt doch mit hunderttausenden Kennex. So läuft das um die Laras Welt. Augen auf das Fahrgestell. Guck auf den Mercedes-Schlüssel. Ich weiß, dass dir das gefällt. Dein ist im Haus. Social Media Prinzessin mit 100 Fake-Accounts. Und das weißt du ganz genau. Ich stehe mit keine Rücksicht, sie ist kein Taxifahrgast, doch sieht öfter mal den Rücksitz. Boah, der war krass, Alter. Ey, hatte der Bruder ein Part ohne ein Punch? Nee, das war, boah, geil, Alter. Richtig stark. Rest in Peace, Dilara, ne? Ey, er hat richtig auf Ernst gemacht, Digga. Bruder, krass. Er war richtig gut. Aber ich muss, glaube ich, also man merkt ihn das an, er hat auf jeden Fall Rap-Erfahrung. Definitiv. Ja, ich glaube auch, ne? Vom Flow aber her. Aber so richtig, so auf Ernst zu schauen. Merkt man ihm auf jeden Fall an. Erste Runde brauchen wir, glaube ich, hier gar nicht reden. Es geht klar an den Furkan AMG. Geile erste Runden. Oh mein Gott, was passiert hier? Wir kommen jetzt zu der zweiten Runde von der Dilara. Ihre Antwort. Let's motherfucking go. Boah, was ist das für ein Beat, Alter? Oha, ich glaube, der kann interessant werden. Jetzt kommen die Drums gleich. Ich habe mal in sein Insta geschaut. Fuckboys verwenden mehr Filter als Form. Und eine Sache wollte ich dir noch schildern. Die größten Opfer gucken böse auf den Bildern. Er bricht das Fußballspiel ab, er bricht den Schuh ab. Er hat einen Plan und denkt, dass er eine gute Zukunft hat. Er nimmt jetzt selber das Business in Kauf. Geht zu den Eltern hin und sagt, er macht eine Shisha-Bar auf. Steckt dein Kopf ins Sand, erkennt nicht den Weg ins Paradies. Aber zur nächsten Sonnenbank. Und wisst ihr, wo ihr so einen Verlierer seht? Jeden Freitagabend spät in der Spielothek. PNL
Eminem Musik läuft im Hintergrund. Er macht Snapchat-Story mit Kippe im Mund. Starker, arroganter Löwe ist seine Masche. Doch hat Gesichtscreme und Labelle in der Tasche. Weil du ist es und geht. Ja, das Ding ist bei ihr auch, sie lässt sich, sie ist wahrscheinlich auch ein bisschen nervös. Ne? Ja, ist aufgeregt ja, ist sie. Ist ja in Ordnung. Ne? Man muss natürlich dazu sagen, Digga, Respekt natürlich wieder an beide, dass sie sich das trauen. Ne? Aber man muss sagen, sie lässt sich so ein bisschen auch von der Crowd leiten, von der Crowd-Reaction. Weißt du, was ich meine? Ja. Sie fängt dann an zu lachen und so weiter. Wenn alle anderen jubeln, ja, das stimmt. Aber das Ding ist, Alter, ein 4-7, das haben wir damals auch bei Rap am Mittwoch immer gesagt, ne? Mhm. Wenn der Bruder in der so Crowd steht. Digga, ja. Der lenkt jeden ab, Digga. Ja, weil ja, das stimmt. Der macht die größte Welle, Digga. Das stimmt. Masche, doch hat Gesichtscreme und Labelle in der Tasche. Weil du ist es und geht McFit, er kann nicht betrügen, weil die Bitch vorher fremd geht. Dann fragt er nach, wo sie denn sein Herz bricht. Sie war der Einsatz bei dem Tipico-Tippspiel. Aber was mit Fuck eigentlich passiert? Warum seid ihr dumm und habt nur Scheiße im Hirn? Die echten Männer sind von euch meistens verwirrt, denn so sieht einer aus, der seine Beine rasiert. Immer diese Okay. Seiten auf Frauenrechte, werd ich auf locker wie ein Loch zerschnippeln. Deine Ex meint, dass ich sie mit denen ihr besser als du ficke. Und übrigens, du bist alles andere als famous. Alle merken gerade, wer von uns hier fake ist. Mir egal, ob du die Schminke grad hatest, denn du siehst selber aus wie eine Shisha-Bar-Playlist. Okay, Alter, stark. Oh mein Gott. Krass, Alter. Zweite Runde, die Lara hat alles auseinandergenommen. Let's go. Shisha-Bar-Playlist, Digga, let's go. Let's go. Wir kommen jetzt zu der zweiten Runde. Die letzte Antwort von dem Fuckboy. Brudi, gib alles. Nice zweite Runde. Also die zweite Runde, ne? War echt gut von der Dilara. Aber man muss sagen, wenn der Fuckboy jetzt auch so eine zweite Runde wie der ersten hinlegt, dann wird das auch nicht reichen, ne? Ich bin nicht bereit dafür, Digga, weil die erste war schon brutal stark. Ja, die erste Runde war stark. Bruder, komm, Junge, gib Gas, Alter, ich bin aber gespannt. Aber man muss sagen, auch eine geile Beat-Auswahl, die 4-7 immer hat, ne? Der hat nice Geschmack. Beats, Alter. Okay, ey, check, okay, sie sieht aus wie eine Türkin. Mit Bauchnabel-Piercing, ja, okay. Schmeiß ihre Hose auf, es riecht voll und nach Wirsing. Die Lara, ich muss sagen, du bist ein schöner Mensch, doch ich hab dich gerade umgespeichert in Göttweren. Oh! Deine Atemlungen, seid doch ehrlich, du hast 1000 Euro kleiner Schulden. Wow, High Class, Fashion ist die Chaya, vor den Eltern auf Brava, aber freitags auf einer Feier. Ah, wen willst du hier stoppen? Guck in dein Gesicht, die Schminke sitzt doppelt, würde für den Gött sterben. Nacktbilder schick sie nur auf Snapchat, weil sie da gelöscht werden. Erzähl doch bitte keine Scheiße am Telefon. Sag sie, Walla, ich bin nicht so eine. Ich bin so gut, wenn die Frau mit den Kurven spielt. Aber was denn das für Nägel? Bist du etwa Wolverine? Ich kann den ganzen Tag solche Bars rappen. Meine Nacht, du bist auf irgendwelchen Parkplätzen. Ja, ich bin ein Fuckboy, für dich macht das keinen Sinn. Vielleicht denkst du, ich bin nämlich wie ein Kind. Du kannst mich ruhig dissen und ich finde es immer schlimm. Deswegen, solche Frauen wegen dir bin ich so, wie ich bin. Ey. Okay. Oh mein Gott, starke zweite Runde von dem Fuckboy. Boah. Ich glaube, die zweite Runde war aber um deutlich, also die war deutlich kürzer als die von der Dilara. Erstens, zweitens glaube ich, dass der meiste Teil davon Freestyle war, ne? Ja, er hatte auch so ein bisschen am Ende so ein bisschen so ein Stolperer. Ja, wieder, ne? Aber auch so generell wegen der Line mit den Nägeln und so. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil er hat gesagt, deine Nägel sehen aus wie die von Wolverine ja, oder ja, so. Ja, stimmt. Ich glaube, das war ein bisschen mehr Freestyle bei dem Bruder. Ja, das kann auf jeden Fall aber ganz gut. Aber trotzdem gut performt, muss man sagen. Ja. Ne? Starke Leistung. Respekt an beide wieder. Ne? Starke Leistung von beiden. Zweite Runde fand ich so ein bisschen Dilara besser. Ja, safe. Ne? Aber ich würde das Battle jetzt eher weniger nach Runden geben, von meinem Gefühl her, sondern eher einfach, was der Gesamteindruck vom Battle also was hinterlässt, so im Kopf ne? geblieben ist. Ja, und ich muss einfach sagen, der Bruder, der Fuckboy ist einfach im Kopf geblieben. Ne? Die erste Runde, ne? Die erste Runde war entscheidend. Und auch so, wie der danach gelegt hat, so, ich hab umgenannt zu Gött werden und so. Das ist krass, Alter, ich höre. Man muss einfach sagen, die Punchline, der Unterhaltungseffekt, alles hat gesessen, einfach bei dem Bruder. Flow war da, Attitüde war da auf jeden Fall, ne? Und auch Rap-Erfahrung. Ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, darauf zu reagieren, Freunde. Wenn es euch hier gefallen hat, lasst gerne ein Like, lasst gerne ein Abo da. Würde uns auf jeden Fall übertrieben freuen. Ich würde sagen, sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao, ciao.